Jo, was geht? Willkommen zurück zu dem kleinen Update zu dem Subserver. Und zwar habe ich nämlich jetzt hier ein bisschen wieder rumgespielt. Und zwar habe ich noch nicht eine neue Sache zugefügt. Und zwar einen neuen Job für Zombies. Denn, kleiner Spoiler an der Stelle, wir spielen ultra hart. Das heißt also, wir spielen so, dass sich die Leben nicht mehr regenerieren. Was bedeutet, dass wir irgendwie eine andere Möglichkeit brauchen, um uns zu heilen. Und dafür haben wir nämlich jetzt ein neues kleines Mini-Drop-Ding für den Anfang quasi, für die absoluten Noobs, die nicht direkt von Anfang an sterbt. Und zwar ist das die Rotten Bandage. Die bekommt man von Zombies, kann man ganz normal stacken auch und kann man dann essen, im Endeffekt, um sie zu benutzen. Ich habe sozusagen einen kleinen Cooldown eingebaut. In Wirklichkeit ist das hier ein Keks mit einer anderen Textur. Und wenn ihr den esst, dann passiert Folgendes: Ihr bekommt genau ein halbes Leben zurück. Ja, ich weiß, ein bisschen wenig. Und ihr fühlt Unmengen an Hunger. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall danach noch irgendwie was essen. So versuche ich das Game quasi ein bisschen zu balancen, weil die halt relativ oft droppen und die dann quasi einen gewissen Kosten haben. Auch eine gewisse Zeit, bis man eben sich wirklich so ein bisschen von Substanz her geheilt hat. Ich will das Ganze nicht so einfach machen. Wie gesagt, das Ziel von dem Subserver ist es, eine Challenging Survival Experience zu machen. Und deswegen brauche ich auch noch ein bisschen Zeit, um das quasi, um die Grundlagen sozusagen zu setzen, dass wir ein bisschen. Ja, dass wir quasi die sinnvollsten Features schon mal haben, bevor wir überhaupt starten. Und danach wird dann quasi nach und nach neue Stuff hinzugefügt. Das ist sozusagen das zum Subserver. Wird eine nice Geschichte. Jeder kann draufkommen. Und wir haben jetzt auch das Städte-Plugin so gut wie fertig. Ich mache jetzt quasi noch, also ich laber gerade noch mit Flay, mit dem Plugin-Entwickler zusammen, dass wir die Commands zusammen in die Protection noch mit einbauen. Zum Beispiel habe ich jetzt in meinen Projektilen drin ein System. Und zwar gibt es ja einmal eine UUID von Spielern und die UUID wird eben gerade auch auf die Projektile rüber kopiert. Und wenn die UUID von den Spielern nicht in der Liste von den Städten ist, dann werden diese Pfeile normalerweise gekillt. Wenn es aber Building-Sachen sind beispielsweise, dann werden die auch gekillt, aber in der Wildnis zum Beispiel verlieren sie diesen Building-Tag. Und alle Sachen, die diese Blöcke normalerweise mit Blöcken interagieren, zum Beispiel, wenn die jetzt nicht. Das nächste Item, was ich jetzt baue, ist zum Beispiel ein Torch-Launcher. Mit dem kann man mit Rechtsklick quasi Fackeln irgendwo hin launchen. Und dieses Projektil hat dann quasi den Building-Tag. Wenn aber sozusagen der Spieler nicht erlaubt bekommt zu bauen, es wird ja so sein auf dem Subserver, dass wir zwei Welten haben: einmal eine Farmwelt und dann eine Welt, wo wir quasi nur rumlaufen können, Städte gründen können und da in diesen Städten bauen können, sodass dann quasi die Welt an sich schön sauber bleibt und ordentlich und dass sie auch nicht komplett gefarmt wird, sondern eben nur da, wo eben Städte sind. Das ist sozusagen das. Das heißt also, wenn ihr einen Torch Launcher habt und benutzt ihn in der Wildnis und nicht in eurer Stadt, dann ist das so: einmal in der gegnerischen Stadt wird das Projektil gar nicht erst gespawnt, beziehungsweise wird dann killed. In der eigenen Stadt funktioniert das ganz normal. Ihr könnt damit dann logischerweise auch Fackeln überall hinsetzen und in der Farmwelt logischerweise auch, weil da ist ja keine Protection. Und in der Wildnis, auf der Städtewelt, könnt ihr quasi das Projektil schießen. Falls zum Beispiel nehmen wir mal an, es gibt ein Item, was zum Beispiel ein Bumerang ist oder so, oder vielleicht irgendwie ein Item, was halt zusätzlich noch Schaden macht. Beispielsweise irgendwie sowas wie eine Art Raketenwerfer, der dann quasi aufkommt, aber zusätzlich noch irgendwie Blockschaden machen würde normalerweise, macht er dann eben nicht. Und das ist sozusagen die Idee von dem Ganzen. Genau, das ist sozusagen das. Dann würde ich gerne ganz kurz die anderen Projekte ansprechen, und zwar einmal Mobwatch. Mobwatch haben wir auf jeden Fall einen relativ riesigen Fortschritt gemacht in kurzer Zeit. Danach kam ja die Deutschlandreise. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Flow raus. Heißt aber nicht, dass es irgendwie gedroppt ist, das Projekt, sondern ich habe darauf immer noch Bock. Momentan habe ich halt quasi noch Suro und eben das hier. Und ich zocke ja momentan richtig viel auf der veganen Ultra-Hardcore-Welt, was mir ultra viel Spaß macht. Und da würde ich gerne noch den Ender Dragon killen, bevor wir uns so sehr auf andere Projekte noch stürzen. Ich würde dann quasi erstmal den Ender Dragon killen und dann vielleicht ein bisschen Pause machen und dann quasi Vegancore immer nur mit Leuten zusammen zocken, wenn ich irgendjemanden einlade. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding, dass wir quasi nicht mehr alleine Vegancore spielen dann, sondern eben einfach mit Freunden zusammen. Und dann eben zusammen Projekte machen. Zum Beispiel heute im Livestream kommt The Yogcraft vorbei um 9 und dann zocken wir und dann bauen wir eine kleine Bambusfarm zusammen. Das wird zum Beispiel noch nice und so weiter und so fort. Also das ist dann quasi Vegancore. Ich lade dann immer Leute ein in meine Welt und zeige denen das. Und dann haben wir natürlich noch Paint. Paint habe ich ja momentan oder ist auch immer noch kompletten Kreativstau und ich weiß nicht genau, wie ich die Level aufbauen soll. Und bevor ich dann kein komplettes Konzept habe, möchte ich eigentlich auch nicht mehr dran bauen. Die Paintbox an sich funktioniert immer noch supi, in der 1.13 zumindest. Ich weiß noch nicht, wie es in der 1.14 ist. Immer noch ein richtig geiles Tool, um eigene Levels zu createn. Immer noch was, wo ich richtig drauf stolz bin und was man einfach richtig gut benutzen kann. Also ein nices Ding. Und dann haben wir, ja genau, Suro, wie gesagt, das sind Sachen, da muss ich im Hintergrund dran arbeiten. Das ist tatsächlich auch die höchste Priorität, weil es halt für ein riesiges Projekt ist, wo sehr, sehr viele Leute von abhängig sind. Und
Ja, genau, das sind sozusagen meine Hauptprojekte momentan. Dann ist gestern noch was passiert, und zwar hat jemand ein Video gegen mich gemacht, weil er sich von mir auf Twitter getriggert gefühlt hat. Ich habe darauf in einem Livestream reagiert. Ayo per Osterei. Ich sag dazu nichts mehr. Weil das war echt ein bisschen. Ihr könnt euch den Livestream gerne noch anschauen. Ich werde dazu aber hier nichts mehr sagen. Und ich will auch ganz kurz nochmal sagen, bitte reagiert auf diese Person einfach gar nicht. Versucht nicht irgendwie in meinem Namen mit ihr zu diskutieren. Geht nicht unter irgendwelche Videos von ihm oder ihr, ist auch egal. Macht keine Kommentare oder sowas. Aber das war sowieso vorher klar, weil die Person unter anderem behauptet hat, dass ich euch schon darauf losgeschickt habe auf ihn. Wobei wir dann live im Livestream geguckt haben, wo es denn bitte Kommentare gegeben hat, gab es nicht. Es war sehr, sehr verwirrend. Also der Kerl hat sehr, sehr viel weirdes Zeug erzählt. Deswegen ist er mir tatsächlich auch egal, weil wir halt quasi in einer anderen Realität leben. Und deswegen, ja, genau, das habe ich jetzt einfach nochmal addressed, in der Hoffnung, dass wir das jetzt irgendwie abschließen können. Also ist mir eigentlich auch egal. Also für mich ist es abgeschlossen, so oder so. Aber vielleicht kann er dann auch irgendwie aufhören. I don't even know. Ja, genau. Richtig coole Geschichte. Ansonsten, wie gesagt, richtig nice neue Items. Wird richtig cool. Ich werde noch ein paar mehr Items dann vorstellen, nach und nach. Ich habe zum Beispiel noch richtig lustige Sachen für den Zombie geplant. Zombie hat jetzt quasi schon seine Rotten Bandage. Der bekommt aber zusätzlich noch einen Launcher, eine Fernkampfwaffe, mit der man dann Vegetables launchen kann, also quasi rohes Gemüse. Kann man damit Karotten und mit Kartoffeln rumschießen und mit Beetroots. Ich glaube, das ist eine relativ lustige Idee. Vielleicht baue ich noch ein, dass man je nachdem, welches Gemüse man benutzt, einen anderen Effekt hat. Aber das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal schauen. Und es wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Gut, okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall heute um 4 im Livestream und um 9 im Livestream, je nachdem, wo ihr Bock habt. Ich bin dann immer so jeweils 2 bis 3 Stunden live. Und dann könnt ihr mich dann quasi immer da erwischen. So entweder 2 bis 5 oder 2 bis 4 so. Warte, was? Nein, 4 bis 6 oder 4 bis 7 und 9 bis Open End. So. Also das ist dann immer ganz gechillt, je nachdem, wie viel Bock wir haben. Ist aber eine ganz süße Sache. Kommt rum. Und ja, sehen wir uns heute im Livestream. Geile Geschichte. Bis dann, Leute.